Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Siedler 2 Gold. Ich bin's wie immer, euer Paddy. Noch ein bisschen in Sorge, weil wir haben unseren ersten Gegner getroffen. Und ich würde es jetzt gern so machen. Alle, die in unmittelbarer Nähe liegen, werden sofort komplett besetzt und mit Gold beliefert. Ja, die ersten Goldstücke sind jetzt schon hier drinne. Und werden auch, glaube ich, jetzt mit hierhin geliefert in das Lager, weil wir die jetzt hier erstmal ausgelagert haben. Erfolgreich sogar. Gehen auch direkt wieder hier unten wieder mit raus, da man versucht hat, hier unten ins Lager zu kriegen. So, wie sieht es aus? Keine weiteren Steinbestände, kann abgerissen werden. Die nächsten Soldaten kommen schon mit nach oben. So, hier möchte ich vielleicht auch schon das nächste Katapult mit stehen haben. Jetzt müssen wir uns hier wirklich aufrüsten ohne Ende. Kommen die nächsten Goldmützen schon an? Brauchen wir ganz dringend. Da kommen wieder Goldmünzen, da sehe ich auch welche. Also sie kommen. Sie kommen zwar spät, aber sie sind auf dem Weg. Das war ja total überraschend. Ich glaube, selbst für unsere Freunde hier. Weil die fangen ja hier erstmal an, ihre Eisenschmelze und Schmiede zu bauen. Und wir rüsten uns hier schon zum Kampf aus. Aber sind uns ja schon feindlich gesinnt, ne? War das nicht so? Moment, jetzt müssen wir mal schauen. Ja, es steht ja hier oben. Ja, keiner mag uns wie immer. Sind wir ja mittlerweile schon gewohnt. Okay, es heißt aufrüsten. Wir versuchen jetzt alles Mögliche, um uns vorzubereiten. Wir schauen auch direkt mal, was uns hier so erwartet. So. Hier wird, wie gesagt, direkt jetzt neues Gold hingebracht. Die sind auch schon etwas aufgerüstet. Müssen wir gleich unsere paar Goldstücke nutzen, die wir hier haben. 38 Stück. Ah, da ist einiges dabei. So, hier geht es auf jeden Fall weiter. Das dürfte ich jetzt nicht vergessen. Direkt mal jetzt mit Baracken, dass das nicht gar so langsam läuft, weil wir brauchen neue Goldvorräte. Schaut auch mal direkt hier mit nach. Ob wir hier noch was Interessantes mit haben. So, das haben wir alles eingenommen. Ja, die hatte ich eigentlich gar nicht erwartet da oben, ne? So schnell kann es gehen. Hier hattet ihr jetzt schon neu geschaut gehabt. Da haben wir Kohle. Es wurde ja alles freigeräumt. Stückchenweise an Kohle haben wir hier. Hier auf jeden Fall, nee, dich nicht, aber hier auf jeden Fall auch mal schauen. Zack und zack und zack. Ah, hier unten geht auch Gold hin, da müssen wir mal schauen. Nein, hier ist nichts gut. Nö, hier auch nicht, Freunde, so haben wir nicht gewettet. Das kommt schön nach oben erstmal in das Lager. Erstmal schön hier rein. Damit es dann kürzere Wege erstmal hat. Zu unserem Ziel. So, unsere Kunde sind jetzt schon da. Hier wird noch weiter aufgewertet. Teile sind auf jeden Fall voll, also haben wir gleich einen ersten goldenen. Und kommen noch weitere Goldstücke nach? Müsste eigentlich zumindest erstmal von unten die zwei. Aber ich finde es gut, dass wir unseren ersten goldenen hier haben. Hm, hier haben wir die erste Baracke, die wir schon sehen können. Aber ich würde gern noch weiteres Gold haben wollen. Na, wir müssen auf jeden Fall weitersuchen. Wir dürfen uns davon jetzt nicht... Ne! Weiteres Gold gefunden. Wie geil!
Ah, da heißt es hier weiterarbeiten. Weiter ranklotzen, wir brauchen das Gold. Haben wir ein Glück, Leute. Ja, was macht ihr denn da? Wir brauchen das eigentlich oben und nicht hier unten. Ja, kann direkt wieder nach oben transportiert werden. Hier werden wir schon unser eigenes Gold bekommen. Obwohl das vielleicht gar nicht so verkehrt ist, wenn wir es hier unten auch mit einlagern lassen. Weil wir ja nicht wissen, was uns hier vielleicht erwarten könnte. Ja, lass es erstmal drinne. Aber nicht verschwenden, Leute. Brauchen es wirklich. So, hier schon der erste. Hier schon der nächste Gold, ne? Der wird auch gleich fertig. Läuft schon mal gut. Ja, ich hatte zwar gesagt, kein Gold verschwenden, aber das machen sie trotzdem immer. Die haben da ihren eigenen Willen. Aber wir haben hier zwar nicht viel Gold, aber schon mal immerhin etwas. Hey, da bin ich ja jetzt gespannt. Da müssen wir auf jeden Fall weitersuchen. Hier auf jeden Fall in der Richtung mit. Da müssen wir hin. Dann werden wir wahrscheinlich nur von unten erstmal rankommen. Hoffe ich zumindest. Wir müssen auf jeden Fall das Gold, Wasser gefunden. Keine weiteren Fischbestände, Steinbestände. Um die kümmere ich mich später. Ich will erstmal an das Gold. Erste Gold kommen. Moment, Moment, Moment. Bevor wir hier weiterbauen. Ja. Na gut, dann machen wir hier. Mach hier so eine Riesenburg hin. Das ist mir jetzt auch egal. Ich will die Wahrscheinlichkeit, dass wir mehr davon bekommen. Dann halt hier hin. Ist mir auch egal. Wir müssen auf jeden Fall weiter daran. So, wir gehen erstmal nach oben, schauen da weiter und... Was haben wir denn schönes? Wasser gefunden. Interessiert mich eigentlich eher weniger. Eisenbergwerk. Dann das erste abreißen. Nächste direkt dran. Militärgebäude besetzt. Das wissen wir. Lagerhaus fertig. Da haben wir das nächste Kohlebergwerk. Auch zu Ende. Abreißen. Neues dran bauen. Ihr seht, das geht dann ganz schnell. Nächstes Kohlebergwerk verbraucht. Abreißen. Neues dran bauen. So. Eisen gefunden. Ja, das wissen wir ja. So, hier ist alles voller Goldner. Da können wir direkt schließen. Ja, und wieder mal schmeißen sie trotzdem noch Gold mit rein. So, zudem will ich eigentlich gar nicht, dass ihr so viel produziert. Macht mal zwei Goldene mit rein. Zwei starke, die angreifen werden. Wie gesagt, sind uns ja sowieso alle feindlich gesinnt. Da können wir die auch angreifen. Ich glaube, da habt ihr überhaupt gar kein Mitspracherecht. Zack. Erster weg. Wunderbar. Das gehört schon mal uns. Sehr schön. Hier direkt? Nö, lass mal so. Lass mal so. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Bin schon direkt wieder im Kampfmodus. Wie sieht's aus? Konnten wir jetzt... Ah, jetzt haben sie hier gleich gesperrt. Ah, gut. Oh, nicht so wild.
Hier ist schon gesperrt. Hier kann jetzt nächste Gold eigentlich hin. Und gleich der nächste goldene Krieger. Da haben wir es schon gesperrt. Da wird es wieder neu aufgebaut. Okay, wie sieht's aus? Vereinigtes Gebäude eingenommen, Kohle gefunden. Sehr schön. Können wir noch weiter gucken hier. Kohle, Kohle. Gut. Was mir aber wichtig war, war hier das Teil. Wie sieht es eigentlich aus? Hat jetzt jemand Gold produziert? Nein. Wir machen weiterhin Top-Sieger. So, schickt mal einen Goldenen hin, der hier die Lage weiter erkundet. Und dann geht's schon weiter. Die wollen uns schon gleich angreifen. Den ganzen Leuten hier. Ah, da werden sie auch bloß auf den Silbernen treffen. Ich hoffe, den werden sie nicht so leicht umhauen. Wäre nicht so geil. Ah, der hat's gut hingekriegt. Zack und zack, schon das Teil auch besetzt. Naja, ein bisschen kleiner Umweg. Auch nur ein klitzekleiner. So, ja, hier können wir es erstmal offen lassen. Hier wird noch weiterhin... Na gut, hier kann man es auch noch offen lassen. Es sind ja noch nicht so viele Goldmünzen. Ich hoffe ja wirklich inständig, dass sie hier schneller fertig werden. Weil ich will hier wirklich schauen, ob wir mehr Goldmöglichkeiten haben. So, hier wird weitergebaut. Beziehungsweise weitere Leute rangeschafft. Na, das geht jetzt ganz schnell. Aber mir scheint doch meine Goldmünzen, sind die noch da? Haben wir noch irgendwas da an Goldmünzen? 13. 13 sind noch im Umlauf. Also noch nicht alles verloren. So, es war ein Fehler, uns anzugreifen. Jetzt seht ihr, was daraus resultiert. Aber wir brauchen jetzt auch wieder Soldaten. Starke Soldaten. Das heißt, das Gold muss erstmal wieder nach oben gebracht werden. Aber so konnten wir erstmal verhindern, dass sie neue Soldaten produzieren. Wir werden auch hier mal neue Geologen mit hinschicken. In der Hoffnung, dass hier vielleicht irgendwas Wertvolles mit drin ist. Gold? Immer noch wir die Ersten. Wir produzieren trotzdem noch weiter? Ach, wir hatten ja noch was da. Wir hatten ja noch was im Lager drinne, merke ich gerade. Hier war, glaube ich, noch was drinne gewesen. Ja, 5 Goldstücke. Deswegen produzieren wir noch weiter, ich wollte schon sagen. Haus ist noch nicht besetzt. Ich hoffe, das wird ganz schnell geändert. Weil wir brauchen Goldmünzen. Jetzt erst recht. So, wie sieht's aus? Ja, ja, noch sind schwache. Okay. Hier haben wir einen goldenen. Da schicken wir direkt einen mit hin. Mehr werden wir, denke ich mal, nicht brauchen. Oder noch einen goldenen. Ja. Damit das gleich safe ist, sollte es angegriffen werden. Eisen gefunden. Geht's gleich weiter. Zack. Ah, kommen wir immer erschreckend näher. Kann gleich die nächste Baracke besetzt werden. Ah, ich will nicht zu viel machen.
So, hier können wir es als nächstes sperren. Ja, hier wird es jetzt langsam gebraucht. Ihr seht's. Wir haben jetzt zwar jetzt zwei goldene mit drin. Okay, da werden wir auf jeden Fall hier erstmal noch ein zweites Lagerhaus mit aufbauen. Damit wir nicht immer so weit laufen müssen. Ja, der kommt direkt mit raus. Ob er das überlebt? Naja, gut. Nee, hat er doch nicht überlebt. Ja. Seht, jetzt geht's Schlag auf Schlag. Aber sie sollen ruhig erstmal angreifen. Goldmünzen fließen weiterhin. Da werden wir das jetzt erstmal so ein bisschen aussitzen. Ich denke mal, das ist schon eine gute Variante, die wir hier einschlagen. Da verlieren sie erstmal ordentlich Truppen. Gucken wir mal. Militärmacht. Ah, da sind sie schon unter der Hälfte sogar. Die Lelan, die produzieren schon gar nichts mehr. Das ist schon sehr Armutszeugnis. So, wir wollen weiter Eisen produzieren. Beziehungsweise schon mal vormerken. Das Schloss ist fertig. Sehr gut. Da können wir direkt schon mal hier sperren. Und speichern. Speichern wollte ich sowieso schon. Machen wir es direkt einmal hier. Und schon kann es weitergehen. Die Goldmützenproduktion geht weiter, obwohl sie sowieso nie aufgehört hat, so wirklich. Das nächste Gold wird hier unten eingelagert. Aber müsste auch langsam wieder hier oben ankommen. Das wäre schon gar nicht so verkehrt. Ah, da kommen schon wieder Goldmünzen. Mein Gedanke ist, warum ich das hier unten nicht sperre. Weil wenn ich mich auf eine Seite konzentriere, könnte es auch sehr stark mal sein, dass von unten welche kommen. Und die Gelben werden nicht ewig Truppen haben. Besonders wenn sie jetzt schon militärmächtig sehr weit runtergestürzt sind. Durch ihre unverantwortlichen Angriffe. Und hier haben wir ja jetzt schon wieder Goldene mit drinne. Hier sowieso auch schon. Mein nächstes Ziel wäre ja eigentlich hier anzugreifen, aber ich will nicht nur mit einem Goldenen angreifen. Dann machen wir es erstmal hier mit zwei Goldenen. Haben wir wieder eine Baracke mehr. In unserem Besitz. Wenn wir die dann mit haben, lasse ich es auf jeden Fall nochmal mit erkunden. Ob da vielleicht doch irgendwo noch so ein Katapult mitsteht. So, jawohl. Kommen wir jetzt hier lang? Ja. Wieder mal etwas mehr eingerissen. Ja, hier lassen wir es mal noch zu. Ja, hier unten. Sehr gut. Das ist das, was ich sehen wollte. Ja, hier erstmal Geologen hin. Dringendst. Dringendst Geologen hin. Und hier noch eine große Wachstube. Das wäre auf jeden Fall mega klasse. Wie gesagt, meine Angst besteht hier unten, dass wirklich noch Soldaten bzw. feindliche Armeen hier unten im Süden auf uns warten werden. Besonders, wenn wir hier schon einen neuen Goldvorrat mit haben. So, zwei goldene Soldaten sind hier drinne. Hier ist ein Goldner. Hier wird neu aufgebaut. Hier ist auch schon wieder ein Goldner drin. Also, es läuft.
Das Einzige, was wir bloß nicht vergessen dürfen, wir dürfen nicht zu übermütig werden, weil wenn die einmal eine Schwachstelle erkannt haben, dann werden die, denke ich mal, die auch nutzen. Gold gefunden. Genau das, was ich... Oh, sogar sehr, sehr viel an Gold. Da wird jetzt ordentlich zugelangt, meine Freunde. Also wenn es hier noch mehr an Gold gibt, dann werde ich das sowieso nutzen. Ah, hier haben wir auch Gold. Mehr Leute, mehr Geologen. Wir müssen das hier alles erkunden. Das muss alles hier abgefarmt werden. Und noch jeder kleinste Goldstückbetrag muss hier genutzt werden. Eher geht's hier gar nicht weiter. So, warum geht's hier eigentlich? Achso, die haben hier noch... Oh, seht ihr den Leichenfriedhof? Sehr krass. Extrem viel. Können wir zwei Goldene hinschicken. Eigentlich das, was ich sowieso vorhatte. Weil die können diese Massen von diesem Wachturm erstmal beseitigen. Ja, den ersten. Ja, noch einer. Ja, der scheint das sogar alles alleine zu machen. Sehr schöne Arbeit. Wirklich sehr gute Arbeit. Direkt mit dran. So, was haben wir Schönes? Kohle gefunden. Oh, das sieht so toll aus hier. Ah, oh, geil. Das müssen wir wirklich alles mitnehmen. Kohle haben sie hier auch gefunden. Bloß sehe ich sie gerade nicht. Ach, hier dieses Stückchen. Das ist mir egal. Feindliches Gebäude eingenommen, Wasser, keine weiteren Fischbestände mehr. Das ist auch gar nicht so wild. Finden wir auf jeden Fall einen Ersatz wieder. Eisenbergwerk verbraucht. Nicht schlimm. Wir haben hier das nächste. Feindliches Gebäude eingenommen, besetzt, Wasser, alles klar. So. Ach, meine Freunde, ich sehe auch schon wieder die Zeit, sie ist schon wieder rum. Aber wir konnten uns schon bei den Gelben so ein bisschen durchklopfen. Noch ein bisschen versuchen sie uns ab und an anzugreifen. Was ihr Fehler ist. Rutschen auch deswegen immer weiter nach unten, die sind schon fast am Boden. Lange wird es nicht dauern, bis wir unseren ersten Gegner ausgeschaltet haben. Seid auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder dabei. Wenn es dann wieder heißt, Let's Play Siedler 2 Gold, die Weltkampagne. Ich verabschiede mich von euch und sage schon mal bis zum nächsten Mal. Euer Paddy und ciao.